Dann mischt euch uns so. Ja, ja. Toll. Schön. Ja, es ist Ja. Sagt der Obo, herzlichen Glückwunsch, ja. Du kannst mir jetzt mal helfen, Kim. Jacqueline, Michelle, ich brauche mal eure Hilfe. Mischt euch einfach unter. Gay, das ist unser größter von Street Band. Unser König, der Gay. Hey, wo ist mein Gappy? Ist aber nicht Attila oder so. Das schon. Ja. Schade mal. Was? Ein Kilo für alle was? Ja, für alle Gäste. Ah, der Major Kill. Ein Kilo für alle Leute? Ja, ein bisschen wenig, der Major Kill. Und da habe ich das denn abgehängt. Sascha. Angenehm. Sascha. Sascha. Eva, ich. Ja, das kann er jung. Mein ist auch gesagt zu schreien. Und noch zerwinden. Ja.
Kölsch Frau. Kölsch Frau. Kann ich trinken? Trinken ist keine Rote, aber ich kann mal trinken. Ach, guck mal, guck mal, die Hand ist immer dann zur Pfote hier und nach Bett zur Pfote. Ja, ich war ja da. Mein Gott, du bist nur dann da, wenn wir nicht da sind. Ja, der weiß aber warum. Ja! Nein, man muss trotzdem gewinnen. Lehrer, ihr habt die Kufen schon angeschnitten? Ja. Wollt ihr mich veräppeln? Ich hab den Foto. Mama! So, schön Kirschkuchen da. Alles gut, mein Freund. Ja? Thorsten, bist du alleine? Komm an meine Kniescheibe. Kannst dich ein bisschen reiben, Dico. Komm, mein Schatz. So. Sie hat früher noch ja nicht filmen, wenn sie habe einhebe. Ich gucke, wo oben steht. Und da baut man dann. Hat er schön gebaut. Da sind wir ja Menge Strapse. Dico ist bester Buschstuhl. Hier, komm an meine Kniescheibe. Welche Strapse? So, so ist prima. Jetzt rück ich hier oben, da haben wir noch Platz. Ja, liebe Gemeinde von Deadwood, ihr seid heute hier alle erschienen, um die Hochzeit von Mickey und Vera zu begleiten für eine gemeinsame Zukunft und ihnen dann anschließend, nachdem das hier gelaufen ist, nämlich die Hochzeit, alles Gute zu wünschen. Aber bevor wir mit der eigentlichen Hochzeit beginnen, ihr wisst ja, wie das beim Standesamt ist. Da müsst ihr vorher eure Geburtsurkunde abgeben und diverse Unterlagen.
Ich habe natürlich nichts gekriegt von euch, ne? So, und deshalb machen wir dann hier vor der eigentlichen Hochzeit natürlich auch eine Taufe. Das kennt ihr ja auch schon ein bisschen, ne? Ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Macht mal, ne, tief durchatmen. Flügel und tief. Nee. Taufbecken, Taufbecken. Nein. Wir sind schon lange verheiratet. Die Dusche steht auch. Ne? Wer war da? Und weglaufen ist nicht. Oh mein! Und weglaufen ist nicht. Ich hab Angst, Schatz. Ja. Bist du bewaffnet, Schatz? Ruhig für den. Brüste für den. Laufzeuge dabei. Ja. Einmal zu meiner Rechten. Was hast du gesagt? Was habt ihr dabei? Taufbaten. Ich bin jetzt aber Trauzeuge, ne? Nein, Taufe. Wir sprechen ja von der Taufe. Taufe. Da wird nicht mit getraut. Dann nehme ich den Kiko. Kiko. Weil wir sind Trauzeugen, keine ja, Trau. Ja, ich hatte es falsch verstanden. Genau. Wir müssen mich auch unterstützen. Ja. Nee. Nein, du doch nicht. Nein, du musst ja auch noch hier raus. Du solltest doch heute Morgen auch selber ja sagen. Wieso musst du dann auch unterstützen? Unterstützen, dass ich richtig verstehe, Jung. Also, weil ich so undeutlich. Ja, geh mal näher an das Mikro. Ja. Ja. Ablauf der Gersche läuft immer noch über mich, ne? Nicht über den Messlehner. Du bist der erste Mensch. Just a moment. Du musst noch einen Taufpate schon auswählen. Uli! Komm her, helf mal! Ja, da holen direkt Indianer, ne? Wenn das gefährlich wird. Ja, wenn ich direkt von der Schäden laufe. Nehmt euch eine Hand sauber. Hey. Was ist das? Geht. Vicky, anziehen. Was geht denn jetzt hier? Ja. Ja. Fährst du mit nach Gran Canaria, mein Freund? Mütze ab zum Gebet. Fährst du mit nach Gran Canaria? Ich darf dir, lieber Bräutigam, mal helfen. Nein, der macht aber nicht wirklich. Ne? Oh, was machst du? Da passt der. Du darfst in die Wanne gehen. Linksverbot in der Herz. Schatz! Nee, du machst das doch nicht an, ne? Das ist doch kein Wasser. Liegt es sich bequemer. Lass mal Bier bringen. So, Micky. Junge. Ja, Micky, wir holen alles nach, was früher versäumt worden ist. Wenn du mit dem einverstanden bist, was ich dir jetzt lese, dann sprichst du mir nur nach, zum Beispiel ich wieder sage. Wieder sagst du dem Bösen, um in Freiheit als Kinder Gottes zu leben. Ich wieder sage. Gut. Kannst du lauter sprechen, damit die Leute das hier mitkriegen? Ich spreche das nach, was ihr mir fürseht. Wieder sagst du den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über dich gewinnt. Ich versage. Und wieder sagst du dem Satan. Das ist das sowieso nicht. Wieder sagst du dem Satan, dem Urheber des Bösen. Ja, ja, das. Alles klar. Dann taufe ich dich hier mit. Im Namen des Vaters, Jesus Christus, Wild Billy Hickok. Aber hier stimmt was nicht. Ja, was ist das dann? Müll an der Hand, das stimmt. Ja. Der Installateur steht hier. Ja, was ist das dann hier? Das ist doch scheiße, ne? Ja, das ist natürlich... Ich geh mal die zwei Kollegen hoch, gebrochenes Rohr und geplatzte Leitung. Da geh ich mal gucken. Mal gebrochenes Rohr und geplatzte Leitung. Ich setz mich nicht da rein. Ja, kannst du lachen, Lied. Das ist mein Herz. Ja, ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Schalt nur die Kerze. Schatz, geh du hältst nur die Kerze, genau. Mann. Ich hab die zwei nicht gefunden, aber die haben mir eine Alternativlösung gegeben. Okay, aber ich würde sagen, nimm die kleine Kanne. Okay, nimm mal die kleine Kanne.
wollte gerade sagen, und der Hals schon weit länger ist, das Ding ist auch leer. Ist das Messwein? Das ist für mich. Ja, kannst du trinken. Das ist original Weihwasser. Das ist original Weihwasser. Ach, das ist nicht zum Lachen, das ist original Weihwasser. Hat nicht sehen lassen, ja. Hallo, darf ich jetzt? Aber ganz wenig. Ich taufe dich im Namen Jesus Christus. Dwight Bill Hickok im Namen des Vaters. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Boah, der zischt richtig. Sensationell. Sensationell. So, liebe Vera, leg schon mal das Schirmchen weg und leg die Blümchen weg, leg das Kleid mal ab. Okay. Da witzig hier, ne? Ich gehe nicht in die Wanne rein. Ah, okay, alles. Machen wir einfach mit. Vielleicht sieht es aber nicht aus. Das ist für mich. Ich habe es. Erstmal, tu mal deine Haare beiseite. Deine Haare beiseite. Ja, mein Kind. Echt da oben nochmal, Leandro. So, du kniest dich bitte davor. Wovor? Vor die Wand. Wo ist das Handtuch? Das ist der Messi, der betrunken dein... hat, der zu viel vom Messwein? Ja, wahrscheinlich. Weiß nicht aussehen. Ja. Wo ist das Handtuch bitte? Nicht von der Messi noch. Geh mal noch hin. Wo ist das Handtuch bitte? Das ist die richtige Stellung, die reicht. Der Mickey, oder nicht? Genau. So, Moment. Ich muss aber jetzt auch noch fragen. Ne? Genau, wie ich den Micky gefragt habe. Ich brauche ein Handtuch. Wie du sagst, für den Bösen, um in Freiheit als Kind Gottes zu leben. Handtuch? Sehr schön. Wie du sagst, du den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über dich gewinnt. Ich widersage. Widersagst du dem Satan, dem Urheber des Bösen? Du nicht, nicht. Ich widersage. Du nicht, nicht. So, dann ganz langsam. Mischa. Langsam. Zwei Tropfen. Tu dir nicht. Ich brauche mein Handtuch. Zwei Tropfen. Mischa, Hütte leer. Ich taufe dich im Namen Jesus Christus. Vera Hickok. Im Namen des Vaters. Des Sohnes. Und das war den Gott. Hände mal an! Ja. Okay. Gott. Ich hab kein Handtuch. Entschuldigung. Ich hab kein Handtuch! Nein! Handtuch hat ein Mann. Siehst du, so ist das in der Ehe. Ne? Ah, nicht so fest. Was ist das dann? Du putzt doch oder was? Ja. Oh, das ist schlimm. Nein, nein. Oh, das ist schön, ne? Ah, ihr küsst dich von denen, ne? Nee. Darf ich mich wieder verfolgen? Riecht das auch abgemacht, oder? Aber ja, doch. Ah, aua! Schatz, der hat mir wehgetan. Jetzt wird das lustig. Setz euch ruhig. Nachdem wir nun die Taufe mehr oder weniger nass oder trocken hinter uns gebracht haben, kommen wir denn nun zur Beichte? Ne? Was? An der die Mörd angezündet werde vom Pater Lotion. Aber das können wir auch noch, das möchte ich nicht. Wir sind ja flexibel. Ja, es sind ja genug, die aufpassen und auf alles richtig machen. Das ist an. Schön, dann stellen Sie hier hinter in den Ständer. So. Aber in Ständer. In den Ständer. Sehr jung. Gehen wir jetzt zur Beichte über. Dann würde ich vorschlagen, wie zwei hier, jetzt mache ich meine Keminate da. Ne? Nimmst du das Ding mit oder was? Ja, da. Ich bin klein, mein Herz ist rein, ich hau dir gar. Du hast in jede Schüssel rein, ja. Mach dir bitte Platz. Ja, selbstverständlich, Herr Müller. Die mit Kamera dürfen mit, ne? Nein, dürfen nicht. Dafür sorge ich, dass sie nicht rein dürfen. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Was hast du? Nein! Was? Was? Nee! Das darf ja nicht. Ich wusste mir die Ohren zuhauen mit dem, was du hier erzählst.
Ja, ist das der Müll? Miki! Ich werde ja rot hier! Ja, nee, nee, nee. Und das soll ich dir alles vergeben? Ah, ja, ich nun das ja eh nicht, damit ja der liebe J. Versprichst du mir, uns, den lieben J und mir, hochenheilig, Reue zu tun, Böse zu tun und in Zukunft nicht mehr zu sündigen? Ja, ja. Alles klar, okay. Dann gebe ich dir, ja, was gebe ich dir denn zur Buße? Ich würde sagen, so einmal im Monat den Kirchplatz hier sauber halten und den Friedhof. Und 10 Liter Fass. Genau. Dann sind dir deine Sünden hiermit vergeben. So schlimm. Papa, was hier? Alles gut. Vera braucht keine Buße, die ist brav. Schätze ich wieder mitgeht, alles in Ordnung. Das dauert auch länger. Ich auch. Ja, Vera, du musst auch. Nimm den Schirm mit, kannst du den verdrümmen. Ja. Verdau auf dein Mikro drauf. Geht. Wer weiß noch, was der steht. Okay. Fängt schon an, heute Morgen zu früh, zu spät. Montag Abend, fast eine Abend. Hey, hallo! Nein, wir sind am Suffe! Aber jetzt! Oh nein! Oh Gott! Nein! Vera! Oh! Nee! Nee, dass ich das noch erleben durfte. Lieber Gott, ne. Ja, warte, ich sag mal eben Bescheid draußen, ne. Also, liebe Gemeinde, hoppala. Ihr wisst ja, wo Essen steht und wo Trinken steht, ne. Jetzt schon mal ein bisschen stärkt euch, das dauert doch ein bisschen länger. Bis gleich. Und hast du mir alles verkehrt? Alles am richtigen Platz? Jo. Young Kids. Komm, du darfst auch vorgehen. Es wird die ganze Vorhang durcheinander gebracht. Ja, ja, ja. Vera, tu mal das Ding aus den Haaren. Habe ich dir eigentlich schon eine Buße aufgegeben? Nee. Du hast mir direkt vergeben. Vergeben, aber jetzt muss es sein. Ja, es ist vorbei, ich bin da draußen. Immer im Mord, du jede Woche einmal mit mir die Stube sauber machen. Natürlich. Genau, so, sagen wir so von 20 bis 22 Uhr. Der ist ja schon was müde sonst dann, ne? Ja, alle Mann, ne? Der Beichte kommt dann nach einer kurzen Pause. Könnt ihr euch erholen. Ein bisschen normale Messe und dann kommen wir dann zur Hochzeit. Ich muss mich auch ein bisschen erholen. Ich setze mich dann 5 bis 10, 15 Minuten dahin. Ich muss mich erstmal wieder sammeln. Weißt du, wie anstrengend das hier war jetzt? Warte, nur 2 Minuten. Wie? Wie meint ihr? Ja, was denn jetzt? Zujahre oder was wollen wir hier? Ja, komm doch mal rein. Ja, wir wissen, dass du jetzt Krogge bist vom Wehr. Was haben wir hier? Anstrengend, Freundin. Ne? Ja. Jetzt hätte sich Opi gehabt. Ja, hast gerade auch gedacht. Dankeschön. Fuß hoch. Fuß hoch. Fuß hoch. Fuß hoch. Was für Mann? Das Wiese doch. Das Wiese doch. Wir achten ja auf alles. Dort dann.
Da habe ich mir so viele Notizen gemacht, jetzt vor lauter Notizen, wie ist er den Bösch, ne? Vor lauter Bäumen fängt man da war auch nicht mich. Leicht verwirrt, oder? Ja, leicht verwirrt. Ja, hör uns, bei der Frau, das ist ja nun. Das bleibt das ja nicht aus, ne? Also ein bisschen von der Messe, aber auch alles ein bisschen Blödsinn, nicht allzu ernst. Da will ich dann nachher zum Schluss noch ein paar Takte zu sagen, denn ich will ja nicht, dass der mich da oben irgendwann in Schlaf wie in Gotteslästerung oder sonst jetzt. Und wenn, nehme ich alles auf mich, ihr seid dann von allem befreit. Auch die Mickey mettert nicht. Lauter jeden nicht, da muss ich schreien. Ja, dann haben wir dann, wie das so üblich ist in der Messe, eine Wandlung, nachdem wir halt so einiges hinter uns haben. Ich mache also dann kurz die ganze Messe und komme direkt zur Wandlung. Da. Weihwein. Weihwein. Ja, wer sich amüsieren will, soll noch leiden können. Ne, mein ja, Freund. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wir sprechen noch zusammen. Ne? Wie kannst du das machen? Kann ich. Mein Frühstück aus Kindheitserinnerung. Gut, Micha. Ja. Trink noch zwei, drei Bier, dann klappt das. Dann machen wir das ja schon. So, das kennt ihr ja. Zumindest die Schützen, die kennen das ja hier, ne? Und was wird dann gesagt? Nehmet und esset alle davon. Nur dort hat nicht so viel Hand, ich nehme nicht davon. Und das ist auch nicht mein Leib. Und hingeben tue ich mich auch nicht. Ja, höchstens, ja, da sprechen wir aber nicht mehr drüber, das ist jetzt vergessen. Aber wenn einer zum Schluss mal hier vorbeikommen möchte dann und möchte sich einen nehmen, dann darf er das machen. Darf er auch gerne, ich habe gerade fast gesagt, fotokopieren. Ne, ich meine natürlich essen, so ein bisschen probieren. Die sind aber nicht geweiht, oder? So und nein. Nein, nein, Gottes Willen. Genauso auch, der Wein ist natürlich auch nicht gemeint, geweiht. Das ist 89er Schade drum hier, wenn die Flasche gleich leer ist. Könnte aber auch gerne alle mal probieren. Ja, das ist live, Kinder, ne? Ja. Nicht nur lachen, selber machen, ist angesagt, ja. Ne? Jawohl! Jawohl! So, und wenn wir dann schon so ganz schnell die angebliche Weihe mit allem drum und dran hinter uns gebracht haben, dann kommen wir auch direkt zur Kommunion. Also nee, nicht die Kommunion, die ist schon da vorbei. Das ist also, die fünfte oder sechste schon. Becher. Die kriegt das mit. Vera, du darfst also jetzt dein Brot empfangen. In der großen. Mehr jede Tüte. Kann man den Mund aufmachen? Mehr jede Tüte. Nochmal. Und schmecken? Dann nehmen wir einen Schluck Wein dazu. Dann trink. Ich habe auch irgendwo eine Serviette. Ja, dann ist wegen. Die kostet zwar nur 89 Cent im Audi oder Lidl oder was. 69er Schade drum. Schmeckt nicht. Habe ich mir gesagt. Das ist irgendwie in der Kirche, der bin ich. Das soll dir auch nicht schmecken, sonst säufst du ja nur noch davon. So, und jetzt ist die fast Mann dran. Das meint nichts. Du kannst auch schon. Das ist Diät, Junge. Probier. Der Leib Christi. Und das Blut, das dafür hingegeben wird. So, wo ist denn die Serviette? Lecker. Weiß ich nicht. Da liegt sie noch irgendwo. Dann nehme ich die hier so lang. Genau, hau du dir weg. Du meinst hier in meiner Zimmer oben. Oh, Heinz! Der Vera wird schlecht, aber der säuft das Zeug. Lecker! Herrlich! Die Reise nach Jerusalem, oder was ist das hier? Genau. Und so wie ich das sehe, sind wir auch noch im Zeitplan, ne? Ja, kein Problem.
Da setze ich mich jetzt noch mal. Eben bin ich ja nicht dazu gekommen. 5 Minuten hin. Ja. Ihr habt ja alle Zeit, ne? Ist das schön. 5 Minuten sind um. Ich hab auf die Uhr. Ich auch. Dick, dazu mit dem Ja und Nein. Wisst ihr, dass die zwei heiraten wollen? Das zweite Mal heute. Das erste Mal heute. Moin. Hat er noch keine bereut? Ne? Du auch nicht, nachdem ich mit dem Bistol war oder hingen. Ja? Ist jemand hier unter euch, der irgendetwas einzuwenden hat gegen die Hochzeit der beiden, der soll sich Schelmingen John Deere ans gucken. Oder auf ewig schweigen. Oder auf ewig schweigen. Treffen! Sprich, Peter, ich habe sprich. Diese Frau gekauft in Marrakesch auf dem Markt und hab. Und hab 3 Kamele bezahlt! Hat sie mir gesagt. Ich war zeuge, sie hat Peter. Sich gestern noch extra einen Kredit aufgenommen, gemeinsam mit ihrem Mann, damit wir dich wieder ausbezahlen können. Bin ich mit einverstanden, Hochwürden? Ja, wo ist die Kasse? Hier. Hier ist die Kasse. Diebelein, wer bist du denn? Hast du dich eigentlich heute schon rasiert? Oder soll man das jetzt schnell nachholen? Lass das stehen. Kannst du gerne, hier komm, stand mal. Hochwürden, stand mal. Hochwürden, Sie wissen, ich bin ein friedliebender Mensch. Entschuldigung. Und der kleine Knall Plätschensdüvel, hey, der macht mich ganz nervös. Das ist noch mir wie ein Düvel. Ja. Das heißt, ich muss jetzt auf die Braut verzichten. Schönen Dank für den Hinweis. Dann hör mal, was doch mitgekriegt, was eben hier abgegangen ist. Das ist doch wohl jen, oder nicht? Ja, ich hätte auch gern die Beichte abgenommen, Hochwürden. Ja, das glaube ich schon. So, und jetzt war ihr wohl hier heute. Ja. Ich habe euch gesagt, dass das lange dauert. Nein, nein, kein Problem, alles gut. Ich soll noch lang verheiratet sein. Du hast hier mit, jetzt du. Ja? Ich hol noch was Wein. So, Micky, wenn du nicht immer noch Zwischenschwade dätst, wären wir schon viel wieger. Ich frage dich also jetzt, bist du hier hingekommen? Nee. Um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut, wir können jetzt bleiben, das war genau so aus wie ich, da kam der Rote. Mit deiner Braut den Bund der Ehe zu schließen. Ja, Jorda. Willst du deiner zukünftigen Frau? Willst du sie achten als Mann? Willst du sie lieben? Ihr ewig die Treue halten? Das habe ich jetzt gerade. Alle Tage des Lebens. Die Satzstellung, ich weiß nicht. Ich wenn ja, dann antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, Jorda, ich will. Bist du bereit, die Kinder, die ihr schon habt? Und vielleicht die, die der liebe Jorda euch noch schenken will? Die Enkelkinder, meinst du, ne? Ja, alles auch. Im Jahr ist Christi und seine Kirche zu erziehen? Wenn ja, antworte bitte mit Ja. Bist du bereit, als christliches Schirrpaar mit Verantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Der Messwein, weißt du? In der Welt? Hä? Ja, das. So, du hast, damit es schneller geht und ich der Gemeinde hier entgegenkomme, alles mitgekriegt, was ich gesagt habe. Yes, well. Dann antworte viermal mit ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So. Dann erkläre ich euch, wenn ihr jetzt bitte aufsteht und zu mir kommt. Quatsch. Wenn ihr euch die Ringe gegenseitig angesteckt habt, was ihr jetzt machen dürft. Zittert der Micky wenigstens nicht so wie eben.
Sie hätte schon die Sache. Aber nur Cola Light. Zwei Bier. Und mehr ist Wein hinter. Und dann frage ich euch nochmal, tragt den Ring als Zeichen eurer Liebe, was ihr auch tut. Ne? Für jeden ersichtlich. Und dann sage ich auch ganz ernst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Womit ihr dann nun vor dem lieben Gott, sinnlich gesehen, vermählt seid. Aber trotzdem bitte ich euch jetzt, euch die Hände zu reichen. Genau so. Und dann tue ich euch offiziell nochmal vermählen im Namen vom lieben J. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich schnäret hat das schon. Wenn ihr mir wollt, könnt ihr jen hinge in mein Kaminatoren, Jon. Du kennst dich ja auch. Mit der, du willst schnäbeln, komm her. Ja. Doch jetzt drecken. Ja. Jetzt kannst du drecken. Dann sind wir fast am Ende. Setzt euch wieder. Ich habe nämlich noch zwei Sachen ganz ernst zu sagen. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ich möchte keine Gotteslästerung betreiben. Das ist Flachs. Das ist Blödsinn. Und der liebe Job da oben, ich denke, wenn er ein bisschen Ahnung von Kolle hat, der wird uns verstehen. Aber trotzdem haben wir ein paar Fürbitten. Und bitte also, lieber Gott, lass das Böse geringer werden und das Gute umso kräftiger sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Traurigkeit schwinden und Freude um sich greifen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns annehmen und geben können und einander behilflich sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Missverständnisse aufhören und die Enttäuschten Mut gewinnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Kranken Trost finden und die Sterbenden deine Erbarmung. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns wohnen können auf Erden und die Ernten gerecht verteilen, insbesondere deshalb auch, weil wir alle wissen, was im Moment hier bei uns und nicht nur bei uns in der Welt los ist. Wir werden übersät mit Flüchtlingen und da sage ich, gibt den Politikern Weisheit und Einsicht zu unterscheiden zwischen wirklichen armen Flüchtlingen und denen, die hier hinkommen, nur um unser soziales Netz auszuhöhlen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass Frieden unter den Menschen sein, Frieden im Herzen rund um die Erde. Wir bitten dich, erhöre uns. So, dann darfst du John Deere den Segen geben. Guck mal, da weiß er direkt, was er macht. Und sage euch dann gleichzeitig, geht hin in Frieden. Das ist auch ernst gemeint. Danke Gott dem Herrn. Dankeschön. Katrin! Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Bleiben. Niki, komm jetzt! Ah, geh mal! Hände frei machen! Hände frei machen! Kleid ausziehen! Zack, zack! So, wir spielen jetzt eine Runde. Eine Runde? Stopptanzen! Stopp! Stopp! Stopptanzen! Und ihr müsst euch so viel bewegen, wie ihr nur könnt. Ich will jetzt erst noch hier haben! Also die Folge! Gute Arbeit!
Regeln dabei. Bitte auf die Bühne bitten, sowie alle Outlaws. Ich bin schon da. Alle Outlaws und alle die, die sich an Geschenken beteiligt in irgendeiner Weise haben. Die möchte ich bitte mal alle auf die Bühne bitten. Auf der Leinwand, wo bitte jeder seinen Daumenabdruck und eine Unterschrift von sich verinnerlichen soll für ewig und für immer. Dann müssen die zwei dann irgendwann mal aufhängen. Kann mich jeder hören? Ja, ja. So, erstmal im Namen hier von den zwei Figuren hier, die meinten heute hier ein bisschen Party zu machen, möchte mich mal herzlich bedanken für alle, die hier angekommen sind. Ich möchte mich auch vor allen Dingen hier Günther, Sascha, Günthers Frau natürlich, für die wunderschöne Fahrt, die wir hatten, bedanken. Können wir mal wiederholen? Ja. Und, und das ist ja so, wir fangen natürlich als Familie hier ein bisschen an, ne? Weil wir haben ja alle geheiratet, nicht nur die zwei. Richtig! Ja. Schatz, wir fangen jetzt schon an, uns hier zu trennen. Und bevor das Ganze so ein bisschen vergessen wird, mal, jeder hat gefragt, ich brauche ihn nicht zu rufen, der ist doch da. Ja, hier. Ja. Hey Sohn, tritt mal nach vorne, ja? Jeder hat die Frage, was kann man denn schenken und tralala und hopsasa. Glütte, ja. Glütte. Kohle. Wir brauchen Kohle. Nun kriegen sie von der Outlaws Kohle. Damit wir auch grillen können. Damit der Niki wieder Brandblasen im Bauch kriegt. So, liebe Outlaws und diejenigen, die mit beigetragen haben dazu. Outlaws, Feuerwehr! Feuerwehr! So, viel Spaß mit der Kohle. Ja, und die Kohle. Die Kohle hat auch noch was Besonderes für euch. Da ist ein kleiner Schornsteinfeger. Falls es mal bei euch raucht oder qualmt, ist er da. Und sollte euch, was ich nicht glaube, mal irgendwann das Feuer ausgehen, da sind noch welche drin. So. Wir lieben euch und wir finden den Tag einfach nur geil. Dankeschön. Dankeschön. Endlich Kohle. Deswegen haben wir uns gedacht, kriegt ihr auch noch eine Schatztruhe. Ah. Wir öffnen diese Schatztruhe mal. Schatzgold, komm schnell her! Ist das Zahngold? Ja, ganz schnell! Schatz! Ganz schnell! Tu die Kohle weg und komm zum Gold! Also, in jedem dieser Nuggets steckt etwas Besonderes drin. Ihr solltet keinen auslassen. Und keinen wegschmeißen. Und keinen wegschmeißen. Pass auf, das wir werden Unfall. Uns bemühen. Und Junge, wenn du vor mir stirbst, hab ich das, ne? Ja, ja. Kleiner Tipp, nicht hier halten. Wegen der Mausefall, Micky. Muss von unten her. Der Micky kann ja mal eins auspacken, um zu gucken, was denn da überhaupt alles möchte so drin ist. Ich möchte aber auch eins auspacken. Ich bin aber neugierig. Ich will dir eins auspacken. Ferrero Küsschen, ah ne. Ein Luftballon. Ach, oh nein. Ach, so klein. Muss ich den jetzt kaputt machen? Reiß doch mal rein, Micky. Micky, so ein kleiner Luftballon. Zähne hast du aber nicht, ne? Das ist keine Vampir, ne? Luftballon, Luft! Woher kommt die Luft her? Aus Pollen oder wo geht die Luft her? Ne, aus Lippen. Das ist keine Puppe. Scheiße, das ist aber hartnäckig. Du musst mir ja mal helfen. Ja, ich hab den ganzen Sonntag Zeit. Weil morgen gehen wir mal anders hin. Ah! Oh! Ich will aber auch eins, ne?
Ja, kriegst du auch. Da war der Teil drin. Ja, den Müll kannst du machen. Alles Weitere könnt ihr ganz in Ruhe morgen machen. Ja. Das knirscht, aber da war Sand mit bei. Sonntag. Morgen sind wir unterwegs. Sonntag. Morgen haben wir keine Zeit. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Viel Arbeit. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich heute Morgen. Der Micky und ich möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Noch einmal darauf zurückzukommen, wir heiraten ja alle. Na, also letzte Woche Samstag war das, glaube ich. Nein, Sonntag. Nein, das war schon Samstag. Nein, das war Sonntag. Ist egal, ob Samstag oder Sonntag. Vera. Kein Bier mehr. Und Micky, ihr heiratet nicht alleine, weil die ganzen Outlaws heiraten. Das hat uns sehr berührt. Und es hat sich auch wieder mal gezeigt, wie heute Morgen, und egal, komme ich hier aufs Grundstück, hier hängen alles Fähnchen. Ich musste mir die Tränen zurückhalten, habe ich gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein. Dann steht der Günther hier mit dem Ami-Schlitten. Wo ist er? Günther. Hast du gesehen, wie aufgeregt ich war? So toll geschmückt. Hast uns heil zum Standesamt gebracht. Ja. Ich möchte jetzt keine großen Reden halten. Wir wollen einfach Party machen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich an alle Gäste bedanken. Oder wir. Das heißt ja jetzt immer wir. Ich muss jetzt umdenken. Also wir möchten. Ja, wir sind ja jetzt verheiratet. Wir alle! Ja, wir alle. Bei allen, Moment, ich spreche mich, da hat sich nichts geändert, auch wenn ich heute geheiratet habe. So. Auch in dem Kleid kann ich Kess werden. Ja. So. Ich möchte mich bei allen, ob Arbeitskollegen, Freunde, Familie, wir möchten uns, ich lerne das noch. Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken für alle Geschenke und dass ihr hier seid. Und einfach möchten wir jetzt nur mit euch Party machen. Einfach Party. Ja, ich will euch... Warte, ich nehme dir, dann braucht er nicht so lang. Ne? Ich will euch nicht hindern, hier Party zu machen. Aber aufgrund des Stresses eben habe ich noch eins vergessen. Und das, was ich jetzt sage, ist abgesprochen. Das mache ich also nicht nur jetzt von mir. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich mich ein bisschen für Himmel ob Erd engagiere. Also für Kinderseelchen in Not, dass die zu essen kriegen. Das ist im kleinen Griechenmarkt in Köln. Und ich bin bewusst nicht mit dem Klingelbügel rundgegangen. Aber wenn der eine oder andere mal da hinten vorbeigeht, wenn er eine Haustier probiert und denen einen Cent oder auch zwei oder fünf oder auch mehr in der Bügel oder in einen kleinen Kelch, dann freuen wir uns, dann freut sich der Brautpaar und die kleinen Kinder, die normal nichts zu essen haben, außer einer Mahlzeit am Tag, die haben viel, viel Spaß. Mit Sicherheit mehr als mir im Moment. Dankeschön. So, Outlaws, auf ihr passt! Wir lassen uns nicht nehmen, euch gemeinsam zu heiraten! Outlaws, Feuerwehr! Feuerwehr, Outlaws! So, jetzt müsst ihr weiter tanzen, jetzt zwei. Ich seh nur Brust. Du bist ja wie bei mir. Ja, ich schwitze schon. Wir als KG-Fußballmannschaft haben uns auch nicht lumpen lassen, Micky. Ja, ja, es ist, wir haben auch gesammelt, wir haben auch durch die Dame gebastelt. Ich denke, wir haben was Schönes für euch gebastelt. Wir hoffen, es gibt einen Ehrenplatz dafür. Ich darf bitten, euren kleinen Saloon. Oh, geil. Also, das ist nur die Vorderansicht. Natürlich auch noch eine Rückansicht. Wir wollten eigentlich niemanden an der Theke haben. Ach, da ist der Micky. Ja. Aber nein, dann hast du Zuback. Aber. Jetzt wird weitergepackt. Ah, Geschenk. Geil, danke schön. Abnehmbar. Ja. Oma, Micky. Und dann kommen da eure Hochzeitsbilder vielleicht rein. Irgendwann. Einfach wieder aufhängen.
Wir haben euch nicht vergessen als Mannschaft. Dank. Vielen lieben Dank. Ganz toll. Einmal kommt das Gute und dann hat der Thomas noch was. Zusätzlich haben wir uns nicht lumpen lassen und euch noch einen Brief geschrieben. Ja? Super, vielen lieben Dank. Ja, geschrieben. Ein Brief geschrieben. Roman oder wie? Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, dann hat alles die Gleichheit. Ich hoffe, es gibt Ehrenplatz. Ne? Ja, es gibt einen Ehrenplatz, Vera, ne? Ja, so haben wir uns cool gemacht. Ja, der Kuss muss noch ein bisschen wachsen. Nee, ich bin nicht...